wie sieht es eigentlich mit der Zukunft des Dragon Ball Super Mangas aus? Mittlerweile wisst ihr ja, dass wir ungefähr ein Jahr von dem Ende von Dragon Ball Z entfernt sind und höchstwahrscheinlich wird der Dragon Ball Super Manga das Ende nicht überschreiten. Deswegen wird die Zukunft des Mangas sehr interessant werden. Am 1. und 8. Januar erscheint Toyotaro bei der Weekly Dragon Ball News Show, um eine wichtige Diskussion zu führen. Natürlich ist damit die Zukunft des Dragon Ball Super Mangas gemeint. Das Ganze wird sehr interessant und selbstverständlich werde ich euch darüber berichten, was uns Toyotaro zu sagen hatte. In den Kommentaren könnt ihr jetzt eure Prediction über die zukünftige Saga schreiben. Was glaubt ihr, erwartet uns nächstes Jahr für eine Story? Wird es die Sarala-Saga werden oder die Black Freezer-Saga? Vielleicht sogar ein zweites Turnier der Kraft mit den verschonten Universen? Oder vielleicht doch was komplett anderes? Schreibt eure Vermutung gerne in die Kommentare. Ansonsten abonniert, um up to date zu bleiben, denn es werden in der nächsten Zeit sehr viele Dragon Ball Videos erscheinen.